Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Callback Blog. Hallo Christian. Hallo. Und jetzt am Ende des Tages fühle ich mich fast ein bisschen wieder heim, weil das ist alles so wie bei uns in der Anlage. Ein Genesis-Becken, oder? Genau. Ein Beatfilter, wie wir es haben. Ein Futtereimer, vier blaue Kellen, also noch ein Futtereimer da hinten. Also Christian hat mindestens 6-mal Futter bei uns bestellt. Ja, das wäre schön, wenn das reichen würde. Das wäre schön, wenn es deutlich mehr öfter gewesen wäre. Nein, voll geil sein. Und hast du die Innenhalterung? Ich glaube seit 2018. 2018. Ist eine Nummer kleiner wie unsere? 2 Meter, oder? Ja, ich glaube 1,90 Meter. 1,90 Meter. Und da hast du, weil ich war jetzt so überrascht, wie geil die Koi draußen vom Body sind, ja. Aber es wundert mich jetzt nicht mehr, weil so wie du gesagt hast, konditionierst du sie hier über den Sommer und dann gehen sie auf den Winter raus. Genau, die gehen dann irgendwann raus, wenn sie entweder eine bestimmte Größe erreicht haben oder wenn ich, meistens will ich sie im August dann entweder noch umsetzen, bevor es dann kalt wird. Mhm. Kann man die Luft ausmachen? Ja. Aber wieder anmachen, wir hatten letzten Kunden, ja, ich habe vergessen, gesehen. Hast du das gesehen, das war schlimm. Ey, die sind aber richtig, richtig riesig. Das ist ja krank. Die haben wir, ich glaube, letztes Jahr im Frühjahr haben wir den Ojiba. Also 2023 im Frühjahr. Genau. Wie groß war der Ojiba? Ich glaube, so um die 26, 27. Wir kaufen meistens so die Größe, wo man sagt, man kann irgendwie schon feststellen, ob es Weibchen sind oder Männchen. 26, 27, der hat jetzt aber 75. Der hat 50 cm hier gemacht. Darf ich die Pumpe kurz runterfahren? Ja. Also ausmachen wollte ich damit sagen. Ich bin gerade echt sprachlos, Christian. Muss ich dir ehrlich sagen. Ich bin gerade mehr als sprachlos. Ich bin ja bekennender Ojiba-Fan. Und die zwei, der helle wie der dunkle, sind beide Oberhammer. Die werden beide über 90. Und die hast du... Irgendwie kriege ich die Geräusche nicht. Ganz hoch. Warte, zieh noch raus. Zieh ein Stück raus. Warte, ich muss da erstmal alle meine Kräfte bündeln. So. Kutschaku, auch mega Körper. Richtig geil. Ah, das könnte ein Männchen sein. Aber die Ojibas oder der Ginrenbenigoi. Der Gimrin Chagoy, wo du gesagt hast, dass der am Boden liegt, der hat wirklich ein inneres Problem, das sieht man. Genau, der frisst und geht sofort wieder unter wie ein Stein. Das ist, ich denke mal, der wird irgendwas mit der Schwimmblase haben. Hat man noch keine Möglichkeit, das irgendwie zu klären, ne? Aber die anderen sind der Oberhammer. Wie viel fütterst du der am Tag? Eine Minute nur? Nee, der ist aus der Futterautomat. Ich fütter eigentlich so aus der Hand raus. Mhm. Und ein so einen kleinen Kübel sind, glaube ich, 280 Gramm. Das ist hier so ein Messbecher voll, ungefähr. Das kann ich dir sagen, wie viel das ist. Messbecher ist ganz interessant. Wenn man einen halben Liter hat, ja, geteilt durch 2 ungefähr. Ja, also 500 Milliliter geteilt durch 2 sind 250 Gramm. Und wenn man dann ganz voll ist, ist es ein bisschen mehr. Und es hängt auch davon ab, was ich für das Schwimmen oder Sink. In den Anlagen kann man nur Schwimmen füttern. Da geht Sink nicht, weil das sofort im Filter unten ist. Aber das ist so eine Faustformel, wenn man mit so Messbechern arbeitet. Masse Aquamax Expert 21.000, genau wie wir es haben. Dann hinten den Lindfutterautomat, Genesis UV-Lampe, hier der Reaktor mit allem drum und dran, Heizung drin. Du musst heizen, oder? Eigentlich ist die Garage meistens so warm, dass ich nicht viel zuheizen muss. Also die Lampe ist relativ selten an. Wie hast du die so warm, die Garage? Na, hier ist die Heizungsanlage, dann läuft die kleine Begleitheizung noch. Ah, okay, dann heizst du hier. Weil das ist schon. Weil sonst beschlägt auch alles. Dein 280er Highblows, was machst du für den Notfall? Ich habe hier die Box. Ah, Inverter. Und das ist eigentlich... Sascha, lad das mal ins Auto. Bin mal kurz weg. Das ist, glaube ich, eigentlich für irgendwelche Rechner gedacht so cool, oder sowas. Du ignorierst mich, wenn ich dir das Heineken... Andere hätten mir jetzt einen Fuß gestellt und hätten Blutgrätsche. Hätten mich zu Boden gestreckt und mir wahrscheinlich einen komplizierten Bruch getreten. So, das ist was nochmal. Genau, das ist so eine Ausfallsicherung. Wenn ich hier den Stecker ziehe, dann piept das. Da laufen die Highblows, also die 40er und eine 80er, läuft dann ungefähr noch eine Dreiviertelstunde erstmal und dann piept das aber. Okay, aber jetzt sage ich dir, die 40er, die Blade drückt ja dann nur ins Becken. Die 40er drückt nur ins Becken. Und wieso hast du dann noch eine 80er? Die 80er ist aufgeteilt in
zweimal Becken und einmal die. Wie lange würde die 40er laufen, wenn die 80er nicht dabei wäre? Weiß ich nicht, habe ich nicht probiert. So. Geiler Ansatz, aber wir brauchen, jetzt müssen wir überlegen, wenn jetzt der Strom ausfällt, dann brauchen wir nur eins und das ist Sauerstoff. Wenn wir jetzt rein Sauerstoff hätten, dann geht es über Stunden, ja, auch über Tage, dass den Fischen nichts passiert. Du hast auch keinen Futterautomat laufen, also müssen wir keine Angst haben, dass in der Zeit, wo Stromausfall ist, dass der Futterautomat jetzt noch Unmengen reinhaut. Ja. Selbst wenn das passiert, solange Sauerstoff da ist, reicht das. Und bei dem Besatz und bei der Futtermenge von 280 Gramm am Tag und 300 Gramm am Tag ist die 40er High-Blow mehr als ausreichend und wir gucken in so einem Notfall auch nicht auf den Filter. Ja, auch wenn die Filterleistung ein bisschen runtergeht. Wir können das nachher wieder aufbauen mit weniger Füttern, einfach vernünftiges Management, vernünftige Fütterung. Können wir den langsam aufbauen, vernünftige Futtermengen anpassen, wollte ich sagen. Aber es geht erstmal nur ums Überleben. Und die 40 reichen nicht zuletzt deshalb, weil wir müssen uns überlegen, der Sauerstoffeintrag wird umso effizienter, desto höher das Partialdruckgefälle zwischen Sauerstoff-Partialdruck in der Luft und Sauerstoff-Partialdruck im Wasser. Und wenn jetzt die Fische Sauerstoff abatmen, dann gehen, blöd ausgedrückt, also die Zahlen sind völlig falsch, nur dass sie verstehen, was ich meine. Wenn ich normalerweise mit einer 40er High-Blow, ja, in der Stunde, wenn ich 7 Milligramm im Wasser habe, Sauerstoff, und ich kriege dann pro Stunde mit diesem Ding 5 Milligramm eingetragen, ja, oder 5 Gramm insgesamt eingetragen, dann ist bei zum Beispiel 4,5 oder 5 Milligramm im Wasser, kriege ich mit dem Ding 10 Gramm eingetragen. Je niedriger der Wert im Wasser, desto mehr wird eingetragen. Und darum wird die 40er wird immer ausreichen. Okay. Ja? Also du musst jetzt nicht eine 40er und eine 80er, sondern guck, dass du eine 40er hast und dass die möglichst lange läuft. Also es wird, die Fische werden nicht sterben, wenn da eine 40er High-Blow drin ist. Na, dann läuft ja auch permanent, das Wasser läuft ja weiter permanent zu. Hinten ist ja der Wasserzulauf. Und dadurch kühle ich das Wasser auch noch ein bisschen runter. Das ist ja dann auch wieder das ist vom Vorteil, auch noch mal, das wenn, ist ich, wenn ein, ich wirklich ist, Sauerstoffmangel habe. Das ist ein Rieseneffekt. Ja, das, aber so schnell wird es jetzt nicht runterkühlen. Also nee. Das würde jetzt vielleicht 5 Stunden Grad ausmachen oder 2. Das wäre effizient, wenn man jetzt sagen würde, wuff, innerhalb von einer Stunde geht die Temperatur mal um 3 Grad runter, würde den Fischen auch nichts passieren. Aber dann würde man auch merken, wie der Sauerstoff nach oben geht. Aber mit fallendem Sauerstoff, aber man sieht jetzt auch, wenn wir die Anlage aus haben, jetzt machen wir wieder an, wie die Fische richtig nervös werden. Das wollen wir natürlich nicht. Dein Wachstum ist gewaltig hier. Also was ich jetzt sagen kann, kannst du den Sauerstoff wieder anmachen, ja, auch wenn man nichts mehr sieht, aber die werden gerade echt nervös. Fische reagieren da echt übel drauf. Und sie wissen, dass wir das normalerweise im Block nicht machen, aber ich wollte jetzt gerade wirklich mal die Koi sehen. 26, 28 Zentimeter, die Ochibas, wir gehen drin weniger, in absoluter Wahnsinn. Und das ist das, was ich vorher sagen wollte. Sie können im Prinzip, wenn Sie das, was wir auch draußen bei Christian im Teich gesehen haben, wenn Sie solche Fische haben wollen, wenn Sie solche Bodies haben wollen, ja, wenn Sie es einfach haben wollen und wenn Sie vielleicht auch günstige Fische, was haben die Ochibas gekostet? 500, glaube ich. Ja. Also es war dann schon aus der Top-Qualität raus. Wenn Sie günstige Fische haben wollen, ja, wie jetzt diese Ochibas, das ist kein Geld für so einen Riesenfisch. Man darf natürlich auch, also was du jetzt dafür bezahlt hast, man darf natürlich die Haltungskosten auch nicht unterschätzen. Da kommt schon was zusammen mit Heizen, mit Strom, mit allem, was man dazu hat. Ist aber am Ende immer noch viel billiger. Ich sag dir, diese zwei Ochibas, nur die Ochibas würden, wenn man die heute kaufen würden, 3.000, 4.000, 5.000 Euro kosten Stück. Und damit mache ich jetzt keinen Spaß. Aber nein, ich werde sie nicht abkaufen. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, den Satz sage ich nicht mehr, weil wann immer ich den gesagt habe, hieß es, du kannst die gern haben, gell? Also wenn du Ochibas brauchst, sag Bescheid. Nee, am Ende macht man ein gutes Geschäft und diesen Körper, was die bekommen, das ist halt in dem Außenbereich relativ schwierig hinzufüttern. Ja, ich hatte dieses Jahr auch das Problem, oder letztes Jahr war der Fischreiher zweimal da. Und ich hatte von meinen Kumpels einen kleinen Goldfisch geschenkt bekommen zum 30. Geburtstag. Der war 33, den hat der Fischreier jetzt rausgeholt. Das war der kleinste Fisch im Teich. Der hat Flugstunden gekriegt. Und ich habe den
Ich habe aus dem Badfenster geschaut, der lag da draußen. Bin ich raus, der Fisch war ja weg, habe ich mir da reingesetzt, ist er geschwommen wieder. Mhm. Sah zwar schon aus wie. Mhm. Dann habe ich ihn nach einer Stunde oder sowas, habe ich wieder aus dem Fenster geguckt, da lag der Fisch wieder draußen, der Fisch war ja wieder daneben. Da habe ich wieder reingesetzt, da ist er, und dann hat er noch 7 Tage überlebt, der Goldfisch, und also gestorben. Dann war er doch tot. Mhm. Aber das war der kleinste Fisch, und wenn ich jetzt Fische für 500 Euro kaufe und ich setze die in der Größe raus und dann kommt der Fischreier. Der hat eine Verdauungsschwierigkeiten. Das ist schon ärgerlich dann. Mhm. Ehrlich? Hast du das öfters drin? So lang nicht, nee. So ja, groß nicht. Ich auch nicht. Ja, das mit dem Fischreier ist natürlich ärgerlich. Aber solche Becken sind hocheffizient. Das unterschätzt man. Seit wie vielen Jahren machst du das? Was habe ich gesagt? Seit 2018, glaube ich, mit 2018. Der 17 oder ne, 18, glaube ich, ja, genau. Wir haben erst draußen den Teich gemacht und dann, oder den Umbau und dann. Sag mal, wie viele so Innenhälterungen hat Genesis verkauft, verbaut, oder darfst du das nicht sagen? Es halt, macht halt auch Spaß im Winter. Gerade wo die Abdeckung draußen noch drauf war, wo ich sonst, ich habe ja wie gesagt die ersten 3 Jahre abgedeckt. Und da hat man halt keine Fische gesehen und da waren wir so ein bisschen auf Entzug. Mhm. Und ja, so hat man dann hier drin gestanden, hat mit dem Kumpel meine Flasche Bier getrunken oder sowas und hat hier einen Abend gefüttert. Aber auch zwei. Auch von der Hand. Oder entweder eine solche Flasche, ja, oder 2 bis 3 von den Flaschen. Geht beides, oder? Oh, geht beides. Hagerpscher, oh, das ist gut. Mm. Übrigens auch noch ein netter Fun Fact. Ja? So, das ist die Abdeckung. Christian hat seine Lampe drauf gelegt. Viel zu schwach, sieht man am Kutscherku, der ist ziemlich ausgebleicht. Ja? Okay. Ist aber okay. Aber wie lichtabhängig Algen sind, sehen wir. Wir haben hier nichts, nirgends, gar nichts. Oder hast du das heute noch geputzt? Nee, nee. Aber da hinten, nur wo die Birnen sind, da bilden sich die Algen. Crank. Ist halt so. Ist bei uns im Prinzip genauso. Geil. Würdest du die Beleuchtung drüber hängen? Ja, weil du einen anderen abstrahlst. Die ist so oder so zu schwach. Ja, nein, die ist nicht zu schwach. Für die Dauer, wo du die Fische drin hast, kannst du da im Prinzip reinmachen an Beleuchtung, was du willst. Hm. Da wird sich nicht viel tun. Okay. Was du tun kannst, wenn du Geld sparen willst, sage ich dir, wenn die Kamera aus ist. Morgen kriegst du ganz viele auf Instagram, Facebook. Christian, was hat er gesagt? Was hat er dir gesagt? Nee, echt cool. Geil. Bin begeistert. Tipptopp. Danke, danke. Vielen Dank, dass wir hier so alles zeigen durften. Kein Problem. Und dann sehen wir uns im Frühjahr wieder. Ja, ja, ja. Vielleicht, ja. Vielleicht. Wir schauen mal. Bis dann. Ciao. Ciao.